Was sich 1955 in Schloss und Park Laxenburg ereignet hat und wie sich der Park im Laufe der Jahrzehnte seit der russischen Besatzung wandelte, das kann man noch bis Anfang Februar im Laxenburger Museum betrachten. Bei der Ausstellungseröffnung wurde Rückblick gehalten. Naja, es ist so, dass wir immer versuchen, ein möglichst breites Spektrum an Ausstellungsthemen zu bekommen. Und ich war in St. Pölten im Niedersächsischen Landesmuseum und habe dort weil wir auch noch eine Schmetterlingsausstellung machen und da kriege ich Filme und Bilder von den Schmetterlingen. Und dabei bin ich auf diese Bilder von Laxenburg gestoßen und habe gesagt, das hätte ich auch gerne und sehe da, es ist gelungen, sie haben uns das geborgt. Und zwar kostenlos, Gott sei Dank. Das Einzige, wir müssen alle Fotos, die wir hier ausstellen, ans Museum wieder zurückgeben. Die Ausstellung ist eröffnet. Was ist der Eindruck? Ja, mein Eindruck ist, da hat sich jemand sehr bemüht. Unser Kultur- und Museumsverein ist wirklich fleißig am Werk. Und dieser Überblick und dieser Vergleich von einst und jetzt macht wirklich sehr viel Sinn, weil 70 Jahre danach hat man keine Vorstellungen mehr, wie es früher mal gewesen ist, und es ist durchaus besser geworden, kann man, glaube ich, sagen. Das damals und heute umfasst ca. 1955, also ca. eine Zeitspanne von 70 Jahren bis herauf zu heute. Die letzten Fotos sind erst vor kurzem entstanden, das hat unser Haus- und Hoffotograf Thomas Walker gemacht und der war fleißig unterwegs und hat die Eindrücke von heute festgehalten. Der Museumsverein Laxenburg hat für uns in der Gemeinde eine sehr große Bedeutung, aber nicht nur in der Gemeinde, sondern für die Bevölkerung, weil fast 3000 Gäste pro Jahr an einem einzigen Standort sprechen eine deutliche Sprache. Das ist fast jeder Laxenburger einmal hier und ich glaube, da kann der Kultur- und Museumsverein durchaus stolz sein darauf. Der Laxenburger Park, welche Bedeutung hat er für Sie als Künstler? Es sind viele Objekte, was zum Malen halt verleiten sozusagen. Und wir leben schon 40 Jahre hier, also der Park ist also das Um und Auf von Laxenburg und auch für einen Künstler ist das zu jeder Jahreszeit, auch die Motive kann man da finden natürlich. Ne? Wir haben eigentlich vor 10 Jahren haben wir für die Gemeinde und für die Kirche ein Kochbuch gestaltet und da haben wir beide die Sujets gemalt dafür. Und da sind meistens von uns Aquarelle, die wir vor langer Zeit eigentlich gemalt haben, also 10, 15 Jahre ist her. Und jetzt haben wir sie halt dann wieder ausgegraben und hierher gehängt.